Sie werden geliebt. Sie werden gefeiert. Sie werden vergöttert. Dunja Hayali und Caroline Kebekus. Aber im Internet werden sie auch gehasst, verspottet und mit Ausdrücken beschimpft, die sind teilweise echt nicht ganz in Ordnung irgendwie. Darum spielen wir heute Wie geht die Scheiße weiter? Das heitere Hass-Tweet-Quiz mit Bastian Pastewka. Wer kann sich besser ins Restchen von Hatern versetzen? Dunja Hayali oder Caroline Kebekus? Jetzt hier bei Pussyterror TV. So, also es ist ganz einfach. Der wunderbare Bastian Pastewka liest alles andere als wunderbare Hass-Tweets vor, die irgendwer über dich oder mich ins Internet gereiert hat. Das letzte Stück lässt Bastian dann weg und wir müssen erraten, wie es weitergeht. Also ich bei deinen Tweets und du bei meinen. Okay? Mhm. Freust du dich? Es wird ein Knaller. Ja, ich glaube auch. Okay, wir fangen am besten an mit einem Mir? Über mich, den du erraten musst. Na toll. Okay? Ja. Weil das macht man so. Bastian. Okay, los geht's. Horst Höfels at Hofelshorst schreibt, die Kebekus ist schnell charakterisiert. Ah. Dumm, primitiv, unflätig, geldgeil. A. Eine hirnlose Dreckschleuder. B. Eine debile Oberschlampe oder C, eine gottverdammte Prollhure? Ja. Also C ist so ein Kompliment. C ist, ja, es ist aber auch irgendwie das Gleiche, ne? Nee, gut, du musst. Ich finde, das war schon ziemlich kreativ, oder? Mit Dreckschleuder, Oberschlampe, Prollhure. Aber schnell charakterisiert stimmt ja nun nicht, ne? Da sind ja mindestens 7 Worte da. Also was sagst du? Ich würde sagen, du bist auf jeden Fall ja. Unflätig, geldgeil und eine gottverdammte Prollhure. Eine Prollhure, wie kommt man darauf? Ja, aber Gottverdammt finde ich auch. Aber da ist es mit ihm dann durch. Eine Gottverdammte Prollhure. Ich hoffe auch ein bisschen, dass es C ist. Okay, Dunja sagt C. Wir loggen ein. Yes, we log it in. Die richtige Antwort ist A. Eine hirnlose Dreckschleuder. Ah, falsch. Langweilig. Ja, falsch. Aber das Problem ist, morgen kriegen wir unzählige Neujahrskommentare. Wir geben denen ja super Tipps. Ja. So, wir machen jetzt mal den nächsten, also der ist dann über dich und ich muss raten. Okay. Bastian Becker. Dude at Dude Via Beat schreibt, die arrogante Staatslesbe Hayali gehört ihres Namens schon verboten. Oder hast du mal A. einen hilfreichen Tipp, wie man sich die Schreibweise merken kann? B. Moderator Peter Müller auf Al Jazeera im TV gesehen? Oder C. überlegt, dich Gundula Gause zu nennen? Was? Das hat... Also eins davon stimmt ja, das ist ja alles absurd. Wieso? Die arrogante Staatslesbe, das klingt ja aber schon, da muss man aber auch, dafür sagt man werde da ich ihre aber, Hoheit oder? Ja, ja. Ich fahre auch so durch Berlin. Ne, hast du auch so Diplomatenstatus und so? Immunität? Ja. Staatslesbe? Nein, wenn, dann gehört ja, ist ja das ganze Paket. Okay, einen hilfreichen Tipp, nein, das glaube ich nicht. Moderator, ich glaube, überlegt dich, nee. Doch, ich glaube C. Oh, überleg hast du? Dich, Gundula Gause zu nennen. Ich sage C. Die richtige Antwort ist B. Ah. Moderator Peter Müller auf Al Jazeera im TV gesehen. Schon wieder falsch. Boah, sind wir schlecht in dem Spiel. Okay, dann bist du jetzt dran. Du musst einen Tweet über mich erraten. Mark Dassen at Dassen-Mark schreibt, die Pussy Kebekus gehört also auch zu den Haltung zeigenden Künstlern. Aha. Die glauben, sie müssten einen auf A. dicke Hose machen, peinlich. B, weiße Rose machen, billig. Oder C, leere Dose machen, kotz. Also bitte lass es alles sein, nur nicht B. Sagst du, ist ja alles relativ harmlos. A, okay. Ja, das stimmt ja auch. Peinlich. Die richtige Antwort ist B, weiße Rose machen, billig. Oh, da kennt sich aber einer aus auch noch. Mein Gott, hab ich nicht gesagt, lass es alles sein, nur nicht B? Ja, 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 es ist furchtbar. Wir brauchen vielleicht... Ah, das ist ja, dann bin ich jetzt, warte mal, bin ich, doch, ich bin dran, über dein Tweet kommt jetzt. Okay, jetzt gibt es einen Tweet über Dunja. Uwe Kaufhold schreibt, hey Dunja, du bist, glaubst, auch schon lange nicht mehr richtig gefickt worden. Sonst würdest du ja wohl kaum so einen Sch schreiben. Und übrigens, jeder Schäferhund ist A. deutscher als du, Faschoschlampe. B. intelligenter dein Gehirn. Oder C, im Bett besser als du, habe ich selbst probiert. Also, was ich erstmal interessant finde, ist, dass er ja gefickt schreibt, aber bei Scheiße macht er Pünktchen, Pünktchen. Oder? Jeder Schäfer und ist deutscher als du,
Faschoschlampe, ui. An den kann ich mich erinnern. Intelligenter dein Gehirn. Schreibweise, ich finde, man lernt, aber man lernt auch viel, in Sachen deutsche Schreibweise. Auch das. Nee, da, ja. Ja, im Bett besser als, habe ich, na gut, ich hoffe, also es ist B. Komm, nee, ich sag nee, ich B. Hoffe für ihn, intelligenter dein Gehirn. Die richtige Antwort ist A. Deutscher als du, Faschoschlampe. Gott, sind wir schlecht. Okay, dann geht's jetzt weiter mit einem über mich. Warm. Du bist dran. Sag mal, es ist wahnsinnig warm. Quatsch, das bist du dir ein. Angie Baldauf schreibt, gähn, so unlustig und sie spuckt ständig. Caroline Kebekus ist auch nicht mehr das A, womit ich mich identifizieren kann, B, worauf ich steil gehe oder C, was sie nie war. Das stimmt, aber ich spucke wirklich auf der Bühne, ey, meinst also erste Reihe, sorry schon mal, aber manchmal, ich sehe das auch selber, sorry, es tut mir auch echt leid. Jetzt, wo er es sagt, habe ich mich auch ein bisschen weggestellt. Ja, was sagst also, so unlustig und spuckständig ist auch nicht mehr das. Also das, was sie nie war, fände ich fast ein bisschen lustig. Ja, und es ist auch so ein bisschen poetisch, ne? Ja, ja. Da hat er sich sehr viele Gedanken gemacht, also das traue ich dem was fast sie nicht nie zu. War, so damit ich das lese und denke, verdammt. Das, was sie macht. Aber es ist C. Der wollte ganz Sonja sagt sein. C. Die richtige Antwort ist C. Yeah. Was sie nie war. Wir machen noch einen. Wir machen noch okay, einen. Einen haben wir noch. Wollt ihr dann noch? Bin ich gespannt. Wollen Sie noch? Ja. Antonella Asalia @herzog_helga schreibt, sie selbst ist Christin, homosexuell und hat die selten blöde Frechheit, von anderen Originalbewohnern zu verlangen. A. Nach den Pinkeln Hände zu waschen. B. Gebühren zu zahlen. Oder C. Muslime zu huldigen. Was sind denn Originalbewohner? Das sind Originalbewohner, sind die, die man bei Sims sofort rausschmeißt und direkt so geile Charaktere aber baut. Selten blöde Frechheit ist. Selten da musst blöde du auch erstmal Frechheit. Draufkommen. Zu verlangen. Die armen Originalbewohner, die wollen. Ach, das ist kommt. Das ist einer, der gibt dir diese. Dafür zahle ich Gebühren. Dann haben sie auch einer. Zu tun, was ich will. Ja, Mann. B. Die richtige Antwort ist C. Nein. Muslime zu huldigen. Was? Guck mal, ich bin fast ein bisschen sprachlos. Eigentlich kommt das mit den Gebühren, kennst du das nicht? Doch, dauernd. Bei mir ist dauernd. Wisst ihr eigentlich, dass wir auch Gebühren zahlen? So, nur mal nebenbei. Ja. So, du Abzockerin. Hey, ich finde mir gut. Gebührenabzockerin. Ja.